Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Das nehmen wir mal weg, das nehmen wir mal rein. Ihr kennt doch bestimmt alle Soljanka, ja, gibt's in Dosen, gibt's in Gläsern, gibt's in Tüten, gibt's bei mir heute, aber nicht irgendeine, sondern die beste Soljanka der Welt. Zumindest wenn ich mir das Glas angucke, ich feiere dieses Design nämlich enorm. Ist nicht ganz günstig, ich glaube so 3 Euro so ein Glas, obwohl eigentlich ist es ja doch günstig für die Menge, die drin ist. Und wenn ihr guckt, wenn ihr euch irgendwo einen Teller Soljanka nehmt, wo nur so viel ist, bezahlt ihr ja schon auch 5 Euro. Das, ich weiß gar nicht, welche Firma das ist. Hier steht noch was von Evo 1894, Soljanka mit Zuckern und Süßungsmitteln, süß, säuerlich abgeschmeckt. Das sieht richtig genial aus, das habe ich schon überall gesehen. Und letztens, ist schon 1000 Jahre her, habe ich auf einmal dieses hier gesehen. Und das ist auch von derselben Firma, auch wieder Evo 1894, was einfach nur heißt, dass das halt so von da ist. Pikant scharf abgeschmeckt. Es gibt nämlich diese süß-säuerliche, normale. Die ist hier gelb, sieht aus wie eine Dose Suströmming Soljanka. Und dann gibt es extra Soljanka Hot Chili. Und Hot Chili habe ich noch nie probiert. Ich weiß nicht, wie gut, wie böse die ist. Die sieht auf jeden Fall auch richtig genial aus. Hot Chili, riesen viel Text hinten drauf. Und die möchte ich jetzt mal probieren. Es geht eigentlich um die Hot Chili. Und zum Vergleich werden wir auch die klassische ausprobieren. Wir halten das jetzt einfach mal hier rein. So, dass ihr seht, das ist Hot Chili und das ist die andere. Wir haben jetzt hier 2 Tellerchen. Ich werde mir einfach eine Portion hier und eine Portion da drauf machen. Und dann beides kurz mal erhitzen und einfach nur mal testen. Und ich selber esse es dann heute zum Mittag. Das ist dann das, was ich heute dann zum Mittag esse. So, jetzt versuchen wir mal, das hier aufzumachen und ich sehe schon, wir kriegen es nicht hin. Ah, ich schatz nicht. Deswegen habe ich mir extra eine Schere dabei. Ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist wirklich, wenn man versucht, das hier aufzuschneiden, dass das ganze Design dann auf einmal weg ist. Also zieh man nur einmal den Stöbel hier rum, denn das ist ja alles Folie. Das ist alles Folie, was hier ist. Wenn ihr das hier nehmt und bis hier unten abmacht, habt ihr ein leeres, nackiges Glas, was nicht mehr so gut aussieht. Ich weiß nicht, ob man das schüttelt. Das ist sehr flüssig, merke ich gerade. Wir machen das mal auf. Wir schnüffeln mal rein. Und wahrscheinlich wäre das besser gewesen, man hätte es in eine Schüssel gepackt. Auf jeden Fall. Ja gut, das ist so flüssig. Also das kannst du eigentlich gar nicht auf den Teller packen. Wir verzichten mal drauf, es auf den Teller zu packen. Ich bin vorbereitet. Wir haben ein Schüsselchen. Wir machen jetzt mal was hier in die Schüssel rein. Von diesem Soljanka. Und ich glaube, es passt sogar alles in die Schüssel. Wir packen den Rest auch noch rein. Oh, eigentlich wollte ich das gar nicht. Ich dachte, ich packe so ein kleines Häufchen auf den Teller. Wir probieren das dann. Schauen mal, wie das schmeckt. Jetzt ist das ganze Glas schon leer. Und die Schüssel ist einfach voll mit dem normalen. Das gleiche müssen wir jetzt hier mit dem auch noch machen. Mit dem Hot Chili Soljanka. Was auch wieder nicht aufgeht. Wir auch wieder hier oben mal kurz so rein schnibbeln. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Ob das wirklich scharf ist. Man kann das ja an dem... Das war zu knapp, ne? Das war nix. Da musst du nochmal rein, du musst nochmal schnibbeln. So, vielleicht jetzt beim zweiten. Das muss unten sich abtrennen. Wir sind ein Stück weiter runtergekommen, aber es reicht immer noch nicht. Jetzt haben wir es. Habe ich geschüttelt? Jetzt schüttel ich. Dann machen wir das hier auf. Riechen wir kurz hier rein. Nehmen wir hier auch kurz einfach einen Löffel raus. Ist übelst flüssig. Übelst. Was will ich erwarten? Das ist eine Suppe. Hm.
Ja, schmeckt auf jeden Fall etwas kräftiger, etwas würziger. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es scharf ist, aber es ist auf jeden Fall, hat einen kräftigeren, besseren Geschmack. Sieht aber genau gleich aus. Mit dem bloßen Auge würdet ihr, glaube ich, also gar keinen Unterschied erkennen. Stellen wir das mal hier rüber, der Teller kommt auch weg. Dann habt ihr genau beide Soyangas jetzt gegenüber. Wie gesagt, die könnte man theoretisch auch jetzt kalt essen. Das ist die normale und das ist die Hot Chili. Normal Hot Chili. Seht ihr irgendeinen Unterschied, der mir nicht auffällt? Wir können es jetzt kurz nochmal warm machen, dann probieren. Durch die Wärme müsste ja die Schärfe noch ein bisschen aktiviert werden. Und wenn nicht, habe ich ja immer noch meine Mad Dog Soße da, die man auf beide drauf knallen kann. Und dann ist es sowieso scharf. Wir machen es kurz mal warm. So, das Gute ist, es ist jetzt in der Mikrowelle und ich dachte, das dreht sich ja jetzt die ganze Zeit, sodass ich dann gar nicht mehr weiß, welches die scharfe und welches die Classic ist. Die Schüsseln sind aber so groß, dass gar kein Platz ist. Die können sich gar nicht drehen. Die Platte dreht sich die ganze Zeit, aber die Schüsseln schweben gerade in der Luft. Ich habe aber trotzdem keine Ahnung, welche jetzt welche war. Das werde ich wahrscheinlich gleich am Geschmack wieder rausfinden. So, wir sind zurück. Die zwei Soyangas sind warm. Ich kann ich euch nochmal zeigen. Ist jetzt hier schön aufgebaut. Das dürfte die Classic sein, das dürfte die Hot Chili sein. Und hier ist jetzt auch die Mad Dog Soße zum Nachwürzen, falls es nicht wirklich scharf ist, aber man es sich gerne noch ein bisschen nachwürzen möchte. Ich habe es eben ja kalt probiert, jetzt ist es ein bisschen warm, deswegen hat das jetzt überall Fettaugen. Wir nehmen mal hier die rechte, da sehe ich eigentlich mehr gelbes Zeug als bei der linken. Bei der linken ist irgendwie mehr rotes Zeug mit drin, also das dürfte wirklich so sein, dass das dann Hot Chili ist und das ist die süß-säuerlich, deswegen, ja, wir probieren jetzt mal, ein bisschen aufgewärmt. Hat auf jeden Fall eine süßliche Note, ist aber nicht scharf, schmeckt aber auf jeden Fall besser jetzt, wo es aufgewärmt ist, als wenn ihr es kalt esst. Also es macht auf jeden Fall trotzdem einen Unterschied. Irgendwie entfaltet sich der Geschmack dann nochmal besser. Nehmen wir jetzt nochmal die Hot Chili. Okay. Ich merke gar keinen Unterschied mehr. Ich kann gar nicht sagen, welche ist jetzt welche. Was ist die normale? Was ist die Hot Chili? Das schmeckt jetzt irgendwie alles gleich. Irgendwie ist es jetzt auch schmieriger um den Mund rum. Richtig fertig sozusagen. Deswegen werde ich jetzt einfach mal an beide hier die Mad Dog Soße machen. Ganz vorsichtig. Theoretisch reicht wieder ein einzelner Tropfen. Ihr habt ja wieder eure Pipette, also euren Löffel. So, ein Tropfen ist drin. Hier drüben auch. Ein Tropfen. Jetzt sind da wieder zwei rein, obwohl das eh schon Hot Chili ist. Immer beim Abgang, wenn das reintröppelt, sieht man das. In dieser hier habt ihr normal das Soljanka und hier habt ihr jetzt plötzlich einen Leberfleck in der Soljanka. Und dieser kleine Tropfen reicht schon, um das komplette Soljanga-Erlebnis für immer zu verändern. Wir machen das jetzt hier ein bisschen rum. Wir machen das andere ein bisschen rum. Wir werden das dann gleich nochmal abschmecken. Und ja, das soll jetzt kein Running Gag werden oder irgendwas, aber ich muss trotzdem jetzt nächste Zeit, gerade wenn ich was esse und ich ganz scharf esse und ich habe ein Nahrungsmittel und tue mir das ein bisschen damit würzen, ist das doch das Beste, was ihr machen könnt. Übertreibt es halt nicht, schüttet euch nicht die ganze Flasche rein. Wir probieren jetzt nochmal die normale. Jetzt habt ihr auf jeden Fall ein Bitzeln auf der Zunge. Was erst, wenn ihr runtergeschluckt habt und es plötzlich nachkommt. Es kommt auf einmal nach. Und jetzt haben wir die Hot Chili. Das nenne ich jetzt Hot Chili und jetzt merkst du auch, die ist jetzt auf jeden Fall schärfer als die. Aber nicht, weil es Hot Chili ist und das Classic, sondern weil da zwei Tropfen jetzt draufgegangen sind und hier nur ein Tropfen. So ist es auf jeden Fall genial, so schmeckt mir das. Aber ansonsten
Kennt ihr diese Soljanga aus diesem Glas? Kennt ihr diese Sorte? Schreibt es mir in die Kommentare. Habt ihr vielleicht auch die schon mal gesehen? Ich habe die beide aus dem Rewe-Sender gehabt und muss sagen, das ist für mich irgendwie gefühlt die beste Firma. Ich merke vielleicht nicht so großen Unterschied zwischen den ganzen Soljangas, die es gibt. Aber allein, dass das in so einem schönen Glas kommt und diese Verpackung mich total anspricht, ist das einfach meine Lieblings-Soljanga. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Oh.